So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Dommel dabei. Servus! Auch in 2024. Und ja, natürlich. Und wir gucken uns heute an Khan Stompy gegen, ich glaube, es ist Barnd Food Chain. Wow. Meta on top. Wir starten gut in ein Meta-Tier. Wir haben hier eine Ursa-Saga, einen Mox. Into. Zwei Hand, genau, das ist ein Mulligan gewesen. Chalice of Eins. Chalice of Eins? Ja. Ja, ja. Also, wie immer, Chalice of Eins. Okay. Okay. Das ist eigentlich ein ganz guter Start. Ist ein schöner Start, ja. Ja. Ist die Frage, ob man Follow-up Land hat, um die Ursa-Saga. Der Follow-up Land wäre jetzt wichtig für die Ursa-Saga. Oder noch ein Mox. Genau, Draw, Marke. Boah, da war ja nichts auf der Hand, ey. Och, bitte. Bitte, bitte, bitte sag. Zwei Mana, Grim Monolith. Ja, das ist theoretisch Mana. Das ist theoretisch noch ein Konstrukt. Ja. Das ist Snow Covered Go. Sehr, sehr langsam. Food Chain, aber Food Chain hat es auch noch nicht unter Pressure. Ne, Food Chain nicht unter Pressure zu haben, ist könnte schlecht. Man jetzt halt überlegen. Man ist in der Main Phase. Das bedeutet, wenn man den jetzt loszündet, hat man immer noch ein Mana floaten. Ja, das ist der Gute dabei. Es gibt keinen Sprung in den Phasen dabei. Genau. Das heißt, wenn man jetzt den Chalice, den Shadow Spear. Shadow Spear holt, kann man damit zuhören. Oder wenn man jetzt einen Key holt, kann man direkt den Monolith enttappen und hat noch vier Mana übrig. Das ist, glaube ich, der smarte Move, den man hier machen möchte. Oder den Aggro-Move. Genau, das kann man jetzt sich aussuchen. Wichtig ist jetzt halt, dass die halt. Das ist stark. Wichtig ist es halt, dass man den genau mit dem Floaten Mana ausrüstet. Ich verstehe aber jetzt nicht, weswegen er nicht wirklich auf den Key gegangen ist. Wahrscheinlich Aggro. Ich weiß nicht, ob man hier weiß. Also aus Snow-Covered Forest und den kann ich nicht sehen, ob das nicht vielleicht ein Kontrolldeck ist. Und gegen ein Kontrolldeck ist sowas zu haben, weil die haben ja auch manchmal diese so kleine Mistviech-Kreaturen, die einfach im Weg rumgammeln. Ja? Mhm. Sowas zu haben wie ein Spear ist halt dann echt Gold wert. Ja, aber anders kann der, also aktuell nach dem Board State, jetzt kann er keine weiteren Konstrukte bauen. Das ist korrekt. Da kommt End of Turn der Druid. Tust du bitte auch die Karten? Ja. Ah, okay. Da ist. Echt, also auf jeden Fall ein Ding. Ist das ein Lightning Bolt? Das sieht aus wie ein Lightning Bolt. Boah, ich habe keine Ahnung, ob das ein Lightning Bolt ist. Es könnte ein Lightning Bolt sein. Auf jeden Fall irgendwas Rotes, hoffentlich. Ja, kostet ein Rotes. Und dann halt die. Also jetzt müssen wir wissen, was das ist. Snow Covered Mountain. Okay, es ist nicht Barnd Food Chain. Ist das. Ist das Rug? Scheint Rug Food Chain zu sein, ja. Was zum. Da kommt die. Dings. Eule. Draw. Draw. Ja, 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 ja. Ja, du darfst eine Karte ziehen. Der Bolt vergammelt im Exile. Den kann man einfach auf ihn casten. Chalice. Ja. Jo. Okay, dann mach mal. Okay, spannend. Jetzt der Geier hat noch keinen Death Touch, ne? Nee. Ah, ist natürlich geil, mit dem Druid into Food Chain zu ziehen und dann End of Turn, dann den Turn 3 in den Food Chain zu ziehen. Warum hat man jetzt eine 2-Mana-Kreatur, die man in ein 3-Mana-Ding verwandeln kann? Das ist schon sehr mächtig. Warum geht jetzt? Auch ein dicker Brocken angewalzt. 4, 6. Kann sogar noch größer werden. Da können jetzt noch auf 8 gehen. Wenn man vor dem Damage das Konstrukt baut. Mhm. Man hat eh keine Handkarten, macht könnte man noch nicht. Machen. Macht auch keinen Unterschied. Ja. Da ist Land. Ich glaube, ich habe einen Food Chain auf Dank gesehen, das hässliche. Ach, ja, das, ja, Secret Layer, hässlich. Food Chain. So, und jetzt könnte man halt die Canopy Harpier in Pelvic Needle sagen. Ja, aber ich glaube, die ist hier gar nicht drin. Ist die gar nicht mehr da drin? Braucht man eigentlich nicht. Alter, wie lange habe ich schon keinen Food Chain? Weil man geht jetzt mit ihm auf 3 Mana, geht dann in den Anwerber und der holt den Squee Goblin Nabob. Ach, ich bin bei. Du bist bei Alluren. Ich bin bei Alluren. Ah. Ja. Squee Goblin Nabob für unendlich. Genau. Ja. Für unendlich Mana, weil man den immer aus dem Exile casten kann, damit unendlich Mana macht. Man hatte noch einen Recruiter auf der Hand, holt sich dann die Ballista und piu, 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 piu. Schießt die einfach tot. Ja.
An dieser Stelle, Werbung. Und vielen Dank an meine Patreon und den YouTube-Member, den einen, den ich habe. Und vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr mich unterstützt. Das bedeutet mir sehr viel, dass auch ihr durch, mich durchs letzte Jahr ein bisschen mehr sehr stark mit begleitet habt. Vielen Dank dafür. So, gucken wir mal weiter. Das heißt, wir haben ein 1-0 für Foodchain. Unexpected. Ja, kann Stompy damit überhaupt mithalten vom Matchup? Trinisphäre ist halt Müll. Thorn of Amethyst. Non-Creature. Thorn macht alles teurer. Nee. Sphere of Resistance macht alles teurer. Und das die kannst du da ja drin nicht wirklich spielen. Ich meine, der hätte die im Sideboard. Oh, das kann sein. Ich weiß, dass er den Lodestone Golem drin hat. Ja, der ist auch gut. Der macht natürlich teurer. Ja, der macht teurer. Der macht quasi Alluren equal. Du kriegst daraus, was du dafür equal. Also, du kriegst daraus, was du dafür bezahlt hast. Ist die Chalice überhaupt relevant? Ja, Brainstorm, Ponder, wird da schon drin sein. Das ist ein blaues Deck. Also, Da ist ein Magus auf dem Moon auf der Hand. Ich hab gerade auch gedacht, du bist ein Fakur, Mann. Ist das bitter. Jetzt ist halt die Frage, was kann Stompy noch reißen? Die Khans an sich können höchstens das Combo finish werden. Ja. Das ist ein Wasteland. Das ist nicht schlecht. Drei Mana, kriegt zwei Damage. Ja, Trinisphäre. Mit gesagt, Wasteland. Trinisphäre ist halt irgendwie weird. Ist natürlich ganz gut mit Wasteland, gerade wenn man jetzt auch die drei Mana hat. Mhm. Und man jetzt wirklich dazu sorgt, dass beide nur noch Land Go machen. Vor allem, wenn man weiß, dass Sebastian da drin Crucible of Worlds hat. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, also, Crucible of Worlds da drin ist echt Pain. Oh no. Ah, Wasteland noch. Okay, ist gut. Aber Wasteland gegen Fetchländer sind nicht so effektiv. Nee, nicht so wirklich. Da ist noch ein Mox. Der ist halt noch nicht viel jetzt. Außer also drei Mana kosten und die Mana machen, also minus zwei Mana. Jo. Go. Irgendwie schon mal, das willst du eigentlich haben, aber es ist keine Threat, da ist die Food Chain. Das war aber dann auch eine Risk. Kein Land. Auch von Leon hier nicht. Alter. Wie viel Mana möchtest du haben? Ja. Okay. Challenge of 2. Ich wäre mir überlegen, ob ich sie auf 3 gesetzt hätte. Kannst du selber nicht. Fuck off, du nimmst Food Chain raus, du nimmst den Squee Goblin Nabob raus. Stimmt! Du nimmst die Anwehrbär raus. Also klar, dich hittet es auch, weil du halt auch sowas wie Crucible und so weiter drin hast. Aber deine Hauptthreads sind ja auf 4 Mana. Hier hätte man, glaube ich, 2 Mana mehr bezahlen können, um tatsächlich auf Chalice of 3 zu gehen. Stimmt. Ja, da wird gerade kurz diskutiert mit Chalice und Trinisphäre. Das ist eine tolle Sache. War, glaube ich, sogar ein Dodge Call. Ach Gott. Ja, das, was oben rechts in der Ecke steht, gilt halt. Und wenn X ist, ist X noch mitgezählt. Genau. Das heißt, XX muss man 4 Mana bezahlen, um Chalice auf 2 zu spielen. Man muss 3 Mana bezahlen, um Chalice auf 1 zu spielen. Ja, und halt beim Gegner dann dementsprechend, wenn der zum Beispiel einen Greensand spielen würde und der wäre X gleich 1 und der würde 3 bezahlen, wird aber nicht announcen. Warte, muss er dann announcen, dass er das endlich, das andere Mana in... Er muss X als announcen, als Zahl, genau. Und danach muss er die Trinisphäre zeigen, dass er 3 Mana bezahlt wird. Ja, okay. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Kostet 3 Mana, auch wenn es drauf steht. Bezahl 3 Mana. Das geht nicht. Bezahl 3 Mana. Immer 3 Mana bezahlen. Immer 3 Mana bezahlen. Trinisphäre ist eine großartige Karte. Trinisphäre macht richtig Spaß. Man könnte hier sogar überlegen, ob man hier nicht hingeht und tatsächlich einen der Fetchländer wastelandet. Um den Port aktiv zu bekommen. Oh ja. Weil wenn der Gegner jetzt ein Land zieht, kann er halt das machen. Wenn er kein Land zieht, ist er halt noch weiter gelockt. Und selbst wenn er dann jetzt ein Land zieht, ist er halt weiter gelockt. Deswegen hätte ich wahrscheinlich gewastelandet und hätte dann geportet. Ab dann. Port Fetchland geht natürlich auch. Port Fetchland ist natürlich mies. End of Turn halt, ne? Ja. Vor allen Dingen, wenn du das portest und er nicht reagiert, wastelandest du das einfach weg und er hat minus einen Mana. Ja. Oh, was ist das reutig? Guter Move. Oh. Genau, jetzt hat man automatisch die Ports aktiviert. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, das macht man ab jetzt jede Runde am besten. Ja, schön in der Upkeep. Mhm. Ja.
das schmeckt. Und da wird schon gar schon abgeworfen. Naja, hier passiert erstmal nicht so viel. Normalerweise eine Thread von dem Khan Stompy und er ist halt einfach durch. Das ist so bitter gerade. Da ist noch mehr Mana. Ja gut, das ist Khan plus Ding gleichzeitig. Eins, also 6, 7, 8, 9 Mana. Ja. Abgeport. Willst du 3 Mana haben? Nein. Oh, wie gut, ey. Da wird noch mehr abgeworfen. Es ist wirklich, es ist eine verdammte Thread, die hier durchkommen muss. Das ist ja wahnsinnig bad. Alter, da geht die City jetzt drauf. Mana, der kann gleich einen Emrakul hardcasten. Ja. Gefühlt. Genau. Port. Dich. Ist noch ein Fetchland Go. Es ist halt wirklich eine Thread und er ist halt so safe und kann Stompy. Aber es ist mal ein Stompy-Deck. Stompy-Decks funktionieren manchmal so, dass man einfach nichts machen kann. Und Food Chain zieht sich jetzt langsam raus. Also jetzt hinzugehen und sagen, man hat das dritte Mana. Ich glaube, man hat auch schon einen Food Chain hinten. Plus man hat den Magus, der natürlich einiges an Mana vernichtet, sag ich mal. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Okay. Alter, ist das viel Mana. Das sind die falschen Länder. Ja. Jetzt ist man schon durcheinander gekommen. Ja, kann ich verstehen. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mana. 11 verdammte jetzt Mana. Gefährlich. Genau, jetzt kann halt ein Double Fetch kommen. Daraufhin wird Grace Standard, daraufhin wird Mana in den Pool gezogen. Ja, Mana in den Pool. Ja. Also in der Position wäre die Chalice auf 3 wesentlich besser gewesen. Ja. Da müsste man mal halt überlegen, was die Chalice auf 3 überhaupt auf 2 jetzt überhaupt weggehalten hat. Die Birds, ich glaube, das war's. So ein bisschen Kleinscheiß, ne? Ja. Der Magus, das ist schon mal ganz gut. Der Magus, aber da liegt jetzt auch nur ein Snow-Covered Forest. Ja. Dafür hat man jetzt halt die Ursas Sagas vom Hals. Ja, und die Wastelands und die Ports. Bedeutet, nächste Runde kann man halt mit Ding einen Befreiungsschlag machen. Mit dem Force of Vigor. Ja. Und der Befreiungsschlag kann sehr gut sein und sich auch sehr gut anfühlen und sehr gut tun. 2, 3, 4. Alter, 8 Mana. Nee. Lodestone. 4 Mana, Lodestone. Der ist natürlich, wie gesagt, sehr gut, weil er Food Chain theoretisch abschaltet. Oh, ich liebe es. Food, Trinisphäre Lodestone, ja. Das heißt, man muss mindestens 3 Mana bezahlen. Und tatsächlich ist es ein bisschen eine Desenergie, weil der Lodestone vorher zählt. Ja. Das heißt, man geht hin, spielt jetzt einen Force of Vigor im Gegnerzug für eine Handkarte. Dann muss man 1 Mana für den Lodestone bezahlen, dann noch 2 zusätzlich für die Trinisphäre. Ja. 3. Fetch, kein Fetch. Fetch, kein Fetch. Man ist sich hier, glaube ich, aber unsicher, was man tun möchte. Da ist sogar Minsk und Bu drin, Alter. Das mich ja, klar, Minsk und Bu, da ist auch eine Ding drin. Wie heißt da? Ein Ding. 4 Mana. Oh. Futsch. Mhm. Gut, Karte. Den Magus opferst du aber bitte nicht. Nee. Vor allem gibt der dir jetzt nur 4 Mana und alles, was nachkommen kann, kostet. Ist das ein Stonebrain? Ja, der hat Stonebrain da drin. Oh, wie geil. Aber das kostet 2. Ja, 2 zum Spielen, 2 zum Aktivieren. Das wird jetzt ein illegaler Move. Das wird ein illegaler Move. Hätte man Chalice auf 3 gesetzt, wäre alles in Ordnung gewesen. Ja, das ist illegal an dieser Stelle. Ich würde mich gerne mal an deine Chalice erinnern. Ja, genau. Und könnte tatsächlich, auf dem offiziellen Turnier müsst ihr bei sowas aufpassen, es kann als Cheating gewertet werden. Ja. Wenn das passiert. Ja. Auf der anderen Seite ist jetzt durchgegangen, sowas passiert, auf den höchsten Turnieren ebenfalls. Food Chain ist hier schon im Spiel, das ist ein sehr großes Glück, weil sonst könnte man die Food Chain einfach jetzt komplett rausnehmen, beziehungsweise halt die anderen Food Chains rausnehmen. Jetzt kann man natürlich schauen, was sind denn Win-Optionen? Ja, du musst aber vorher ansagen, bevor du knackst. Also nimmt er die Walking Ballista, okay. Es ist die einfachste Win-Condition, ist aber, glaube ich, wahrscheinlich nur einmal da drin. Wahrscheinlich. Und das ist wirklich ein Rug Food Chain, wie geil.
Ich weiß aber nicht, ob ich nicht den Squee angesagt hätte. Der Squee wäre hier selten dämlich. Stimmt, der ist dann im Exile. Der ist dann im Exile. Das ist ja der, der sich auch auf ja, Exile castet. Dann hat der Tutor tatsächlich. Das ist... Okay. Sehr, sehr, sehr dämlich. Genau, also man macht jetzt halt leider nur ohne nichts, weil man halt an Food Chain, also ich hätte an Food Chain Stelle, hätte ich niemals die Food Chain gespielt. Aber dann hätte er Food Chain angesagt, das ist vielleicht so korrekt. Ich meine, weil willst wie will der, die Food Chain kann der nicht handeln. Ja. Die Länder sind, genau, man darf eine Karte nachziehen. Nein. Doch, eine Handkarte wurde weggenommen. Wurde? Ich glaube ja. Nein. Ich meine ja. Das war der Draw vor den Turn, meine ich. Oh, das kann natürlich sein. Weil die Handkarte wird ja nur ersetzt, wenn sie auch genommen wird. Und da war ja keine Balliste auf der Hand. Ja, man geht jetzt in End of Turn, also man passt den Turn, lässt den Gegner machen. Und wenn der Gegner was macht, dann macht man halt... Okay. Der kostet nur 3. Nein. Doch. Nee, der kostet 4. Stimmt, der kostet 4. Ja, ich weiß nicht, ich hätte hier wahrscheinlich einfach... Ich hätte den Gegner jetzt eine Runde machen lassen und hätte dann mit Force of Vigor den Lodestone Golem und die Trainingssphäre mit einer Handkarte, keine Ahnung was, abgeräumt. Und dann Feuer frei. Und dann Infinite Mana mit dem Dude. Und das... Die Uf ist total egal. Ja, vor allem Infinite Mana heißt, ich kann auch Uro casten. Ja. Zweimal. Das reicht halt schon, dass du da halt da wirklich Dinge tust. Ja. Ich weiß nicht, ob man irgendwie einen Flicker-Effekt oder sowas drin hat für den Ding. Schwierig. Ja. Das ist der Squee. So. Den sucht man sich jetzt nur raus. Der macht halt jetzt kein Infinite Mana. Der castet sich nur unendlich oft selber. Genau. Das ist halt aktuell der Punkt. Du hast halt auch nichts so mit drin wie ein Sling Gang oder so, der dann triggern würde. Nee, genau. Das ist nicht wie bei Goblin Combo, sondern bei... Oh, Junge. Okay. Das sind 6, 7, 8 Mana. Kann man die nicht nur für Kreaturenzauber ausgeben? Die kannst du nur für Kreaturenzauber ausgeben. Das ist das Problem an diesen Artworks. Ja, also ich finde auch, Secret Layer Sachen sind einfach für den Arsch, wenn man halt die Karte nicht hundertprozentig kennt. Das war der zweite illegale Move dieses Menschen. Wollen wir jetzt einen Counter aufmachen? Oh, ja. Fügst du den irgendwo ein? Nee. Können wir bei uns in der Gruppe machen. Aber hier hätte man jetzt für diese 6 Mana zumindest jetzt Infinite Combo gehen können. Ja. Weil dann hätte man auch einfach sagen können, man nimmt die 5 Mana dafür und macht noch Dinge. Wow. Ja. Gibt man Fetchen. Hat hier vergessen zu porten, glaube ich. Aber es ist irrelevant. Jupp. Weil jetzt hat man Infinite Mana. Aber das ist halt der Punkt. Deswegen sagte ich, man hätte einfach hingehen können, hätte Gegner zugehen können, hätte dann sagen können, okay, end of deinem Turn mache ich die Force. Macht genau die beiden Karten kaputt. Gehen mein Zug ist gewinnen. Ja, okay, so hat er jetzt für den Move ein paar mehr Kreaturen in den Schrott geschmissen. Ja, aber es ist halt ein illegaler Move. Aber Stormbrain. Ja. Den Chill auf 2 zu kassen ist genauso illegal. Dementsprechend passt das schon. 3 Mana, der Bob, dann Infinite Mana. Parapika. Stimmt. Der ist rot. Ja. Heißt, du kannst den Druid casten und den Infinite oft wieder casten. Oh, du kannst mit dem Druid in Infinite machen. Yep. Und dann theoretisch mit Minzu und Bufling. Oh ja, stimmt. Oh ja, stimmt, das ist smart. Wie dumm ist das denn? Das ist auf jeden Fall smart. Deswegen ist der Druid auch da drin. Der Druid ist halt generell einfach auch eine starke Karte. Ja, stimmt. Aber das ist auf jeden Fall, das ist smart. Nicht, dass man Minsk und Boo mit dem Mana von Food Chain casten könnte, soweit ich weiß. Ich weiß. Ich gehe mal still und heimlich dass der Griff nachgucken. Und da wird Minsk und Boo gecastet. Ja, ich gehe mal ganz still und heimlich. Also illegalen Move Nummer 3. Ich gehe mal ganz schön heimlich gucken, vielleicht labern wir auch Quatsch. Nee, ich bin mir tausend. Ja, spend this mana only, du cast creature spells. Ist ja fast eine Kreatur, oder? Ja, also da ist ja ein Hamster mit bei. Und das Force of Vigor ist ja auch grün.
Ja. Da wird, achso, das ist diese komische Krake? Was da gerade gekastet wird, diesen Nuller-Krake? Mm. Wo du dann dein Deck ziehst, glaube ich. Und die gehst du jetzt her und knallst sie dir mit Minsk und Buu wahrscheinlich an den Kopf. Oder so. Land hast du schon gelegt, Kollege. Mhm. Und warum fliegst du Kreaturen weg? Die kannst du casten. Oh, Leute! Ja, die hätte ich auch alle einfach reingecastet. Erstes Gameplay 2024, ich hab direkt schon Puls. Oh. Direkt Puls. Infinite Ding. Man hätte auch noch fliegen können. Man hätte einfach fliegen können. Du musst ja nur den Jewel legen, den Dings einfach so oft casten, bis er platzt. Und dann schmeißt du dem den Jewel an den Kopf. Willkommen in 2024. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.